Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Wir sind hier noch beim Bahnhof, wollte ich gerade sagen, beim Bootcamp. Und es gibt ja die Funktion mit den Robotern, dass die einen nicht sofort umbrettern. Ne? Und das wollte ich jetzt mal gleich mal ausprobieren, Leute. Das ist nämlich wirklich so, dass wenn man da in diesen Warnmodus kommt von den Viechern, dass die einen dann halt noch eine Chance lassen zu entkommen. Ne? Und das wollen wir uns mal angucken. Boah, ich muss jetzt mit dem Magazin wieder auffüllen. Was ist hier denn wieder los? Keine Munition mehr oder was? Oh, das wäre langsam knapp hier, ne? Seife. Hauptsache ich habe eine Seife dabei. 5 Magazine, alle voll. Das 6. Magazin steckt, das ist auch voll, das ist gut. Wir essen erstmal Nachos. Die liegen auch noch die ganze Zeit hier im Beutel. Nachtsichtgerät haben wir auf, okay. Setzen wir mal ab, das brauchen wir nicht mehr. Die Nacht ist vorbei, Leute. Gott sei Dank. So, die Klamotten sind alle safe. Die sind korrekt. Waschen können wir uns ja auch noch mal irgendwann. Hört sich auch komisch an. Waschen können wir uns auch noch mal irgendwann. Leute. So, pipipupu, wir machen mal eben kurz einen Check. Ein paar Leute sind natürlich online. Jasmin, Simon, Psychobiene, Neos. Zap. Muss ich mal gucken, dass ich mich nicht übersauf hier. Ja, Wasser ist wieder 50% down. Oh, hier ist alles wieder drunter, ey, Leute. Mann, aber ich habe im Moment keine Zeit, hier mich immer auf das Essen zu konzentrieren, auf die Nahrung. Aber das sollte man ab und zu tun. Ich glaube, sonst ist das nicht so gut, ne? Ja, wir haben ja alles gecheckt, so. Also, wir müssen dann, wenn wir in den Angriffsmodus kommen. Ich will mal kurz gucken, wie funktioniert denn das, bevor das wieder nach hinten losgeht. Surrender, das hier, ne? Ja, das sind die Hände nach oben. Der P wird zu einem Trecker. Trecker. Da bin ich ja zu viel schneller. Ne, Trecker ist schon cool, aber das ist mir zu laut. Ein Quad wäre schon besser. Also ich. Wir machen. Habt ihr gesehen? Hat schon funktioniert. Ich wollte das gar nicht so spontan jetzt hier gerade machen, aber der Roboter, die können so weit gucken, das ist ja voll übertrieben. Habt ihr gesehen, wie man einen Roboter deaktiviert, freundlich? Er hat sich nicht mehr für mich interessiert. Sehr interessant. Ey, voll der Ruckler eben. Er hat nur einen Warnschuss gegeben. Er sagte so quasi wie Hände hoch halt, ne? Stehen bleiben, Hände hoch oder irgendwie so ein Scheiß. Und wenn du dann deine Hände hoch machst, dann quatscht er dich noch danach voll. Verschwinde hier, du Wurm oder so. Oh nein, die dicke Alte kommt. Ist doch keine dicke Alte. Komm her, hier. Oh, die hält aber was aus. Sitz! Yes, mit Anlauf. Yes, mein Gott, nochmal. Hier ist schon wieder so ein lustiger Typ. Aber der kommt hier nicht rüber. Komm ran hier. Nee, der kommt da nicht durch. Ist überall zu. Schön. Das ist kein Rabbi. Können wir hier nochmal kurz gucken. Ja, Schrotze. Aber immer die Munition, die ich nicht brauche, ne? Ich muss wieder zum Cargo, muss ich kommen. Oder selber was kräften, das geht auch. Warte mal, die nehme ich mal mit. Können wir gleich mal Waffenpflege machen. Ja, nee, das ist doch nicht. Ich hätte mich schon gefreut. Ach, weiß ich auch nicht. So Kartons nehme ich immer gerne mit, aber eigentlich brauche ich sie doch gar nicht. Ich habe ja keine Waffen mehr. Nein! Bleib unten! Sitz! Besser! Sitz! Nein! Ah! Ja. Voll anstrengend immer der Scheiß.
Axt und Nägeln. Mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas reparieren kann oder so. Hä? Was ist denn das hier, Mann? Ja, wofür war das aber gut? Ja. Nein, ich verlasse. Hätte das jetzt auch rausgenommen, tatsächlich. Zwei Sachen gleichzeitig gemacht hier. Unglaublich. Wir können das Ding reparieren. Das hier auch? Nö. Naja, egal. So, meine Keule. Noch 3 Minuten. Was sagt sie? Dann würden wir eine Keule nehmen, ne? Komm ran hier. Lamont. Nein, musste das nicht sein. Verdammtes Vieh, ey. So, Keule wieder weg. 72%. Oh nein, hier ist ja offen. Was für Waffe? Oh nein, hier ist einer, Leute. Karamellbrause 20. Wie viel habe ich noch? 15. Die mach ich mal weg. So gammelig aus. Muss leider vorhin kurz weg. Null. Achtung, ich trigger den Milch jetzt. Du Schwein, du! Aber was ist das denn? Was ist denn sowas denn? Dreht ja völlig durch. Na. Ich muss urinieren, ja, das habe ich vergessen. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt gehabt, Leute. Ich dachte, ich muss nur die Hände hochhalten. Aber der hatte sich irgendwie rumgesprochen, dass ich da schon mal war. Und deswegen haben die mich jetzt total zerfetzen wollen, wa? Das ist ja unpässlich. Aber gut, dann wissen wir das. Toll! Hey, gut, es ist genau der Test, was ich eigentlich machen wollte. Ich dachte, ich komme jetzt immer ungeschoren davon, wenn ich mit Hände hoch durch die Gegend laufe. Aber den ist ja nicht so. Ihr seht es selber. Oh, Mann, ey. Und vor allem macht er seine Minigun sofort an, Leute. 40% haben wir nur noch. Also, es ist gar nicht nötig, da jetzt irgendwie was schwerer einzustellen. Die sind schwer, Leute. Ich habe hier nie was umgestellt. Wir spielen schon immer so. Und ich sterbe in einer Tour, Alter. Ihr seht es ja selber. Braucht man nichts umstellen. Hm. Krank. Ja, genau. Aloe Vera ist aus. 55. 9. Stell ein. Einwickeln. LP schleicht durch die Gegend. Ja, das stimmt. Ja, Freunde, ich mache mir jetzt erstmal eine Kiste hier, um den überschüssigen Loot zu verstauen. Robby hat ein paar Mal auf mich geschossen, immer noch. Man muss mich schon wieder bandagieren, ey. Verdammt, hat getroffen. 30% nur noch Leute. Oh Mann, ich glaube, dieser Folge hier ist schon wieder down oder so. Und Buri. Komm, hau rein. Meine Überschusskiste ist das hier. So sieht's aus in der Ego-Perspektive. Hart am Maloch, Leute, hier. Das ist immer so, ne? Für dich. Man sieht gar keinen Haufen, voll geil. So, da ist nichts begraben, merkt euch das. Also ich mache gleich Hände hoch, ne? Dann lässt er mich in Ruhe. Und dann renne ich schnell in den Bunker rein, das müsste ja gehen, ne? Hände. Was soll denn das? Ich dachte, ich... Scheiß Vieh. Man kann ja gar nicht weglaufen, der schießt ja sofort. Boah, nee, Leute, ey. Musste sowas wieder sein, ey. Ist das euer Ernst? Dann komme ich den Roboter und dann laufe ich in diese scheiß Mine wieder rein, ey. Oh, scheiße es. Aber wir müssen ja positiv denken. Immerhin habe ich jetzt wieder volle Energie. Habt ihr gesehen, da lag noch so ein scheiß Minenteil, ey. Also eine gemeinere Ecke gibt's ja wohl gar nicht, ne? Als sowas hier zu machen. Oh nein, das dauert ja ewig, bis ich wieder da bin. Leute. Freunde, da ist der Bunker. Was machen wir denn jetzt?
Komme ich da ran an der Leiche? Von welcher Seite bin ich von da jetzt irgendwie, wa? Muss da irgendwie lang. Das ist ein bisschen unpässlich jetzt, oder? Immerhin habe ich jetzt eine Mine geräumt für euch. Ah, die Minen sind schon eine fiese Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man so hinter der Tür ist und dann hast du so Druck, da reinzugehen, ne? Man hat ja nicht mal Zeit zu gucken. Eben wegen dem scheiß Roboter im Nacken. Aber gut, ich habe auch mitgerechnet, dass ich sterbe, weil eben ich das testen wollte mit diesen scheiß Robotern, ne? Ist halt so. Haben wir auch gemacht. Funktioniert ganz gut mit Hände hoch. Zumindest das erste Mal konnte ich abhauen. Das zweite Mal jetzt eben wusste ich gar nicht, was er mehr von mir wollte. Hände hoch und dann habe ich es gemacht. Dann hat er gequatscht und dann, keine Ahnung, dann heißt das, wo ich soll gehen oder so. Dann bin ich gegangen, hat er sofort losgeschossen. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich muss den Roboter mal fragen, ob er Google Translate hat. Dann soll er mal auf German umstellen, der Affe. Vorsicht. Achtung, in der Mitte bleiben. Da sind nämlich noch ein paar Minen. Wo ist denn jetzt meine... Boah, meine Ausrüstung ist komplett in Luft aufgelöst, oder was? Wo ist sie denn? Hier liegt irgendwas. Hallo, ich sehe es doch da fliegen. Was soll denn das schon wieder... Und nicht mal die Leiche ist da. Also ein Spieler war das bestimmt nicht. Ach, du bist da oben. Sag das doch. Boah. Entspann dich, du Hirsch. Dazu. Hier fliegt doch ein Teil, Leute. Wir sehen es doch alles. Ich lock mal aus und wieder ein. Also irgendwie, was ist doch hier heute? Heute ist wieder so eine Bekloppenfolge irgendwie. Aber Freunde, wir schneiden hier nichts raus. Das ist die krasse Wahrheit. Early Access. Da passiert manchmal Scheiße. Man verliert manchmal Sachen. Das ist halt einfach so. Ne? Und selbst mir passiert das auch. Muss ich halt neu sammeln. Was soll ich machen? Ja, da liegt sie. Guck mal. Das ist aber verrückt, oder? Ihr denkt, ihr habt alles verloren und dann müsst ihr nur aus- und einloggen, Leute. Ich habe den Beweis jetzt auf Video. Es ist immer wieder so, dass manchmal Leute wirklich schreiben, ich habe irgendwie was verloren und so, das kann nicht sein. Ich hatte das doch eben noch, ne? Ja, und das sind diese scheiß Sachen hier, diese Effekte, die mir jetzt gerade auch so passiert sind. Einfach aus und wieder einloggen und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann ist es schwierig, ne? So, jetzt mal eben wieder Einzelfall stellen. Ich entschärfe mal die Mine. Oh Mann, das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Das macht ihr doch mit Absicht, ey. Das ist doch scheiße jetzt hier, Leute. Oh. Ich will den Leuten einen Gefallen tun und die Mine entschärfen, Leute. Und was ist, ey? In 5 Metern Abstand fliege ich trotzdem komplett in die Luft, Leute. Und jetzt, pass auf, jetzt brettert mich das Spiel hier sonst wo in die Wallerei, ey. Oh nein. Das Laufen ist ja das Schlimmste. Nicht mal, dass ich gestorben bin. Ich hasse nur das Laufen. Neue Schatzsuche. Wo viel Holz, da viel Bumm. Na, kommt ihr mal mit dem Rätsel klar? Also ich würde jetzt, wenn ich das lese, von Jarvis, unseren Event-Admin, würde ich zum Sägewerk laufen. Weil Bäume gibt es überall. Oder? Aber das Sägewerk ist auch groß. Ja, und da dann noch einen Schatz suchen, das ist schwierig. Wenn es das Sägewerk ist, also würde für mich so, würde ich denken, also wisst ihr, wie ich meine? Ja, Schnauze. Das würde mir jedenfalls einfallen. Aber kein Scheiß an den Ruhr, Robby. Muss nach rechts abhauen, ne? Ich hab die Hände oben. Robby, lass mich in Ruhe. Ich will weg. Aber was soll das denn, ey? So eine Frechheit, sowas. So ein Hund, ey. Der hält sich auch nicht an die Vereinbarung. Vorsicht, ich trau den Braten nicht mehr. Oh nein, ich muss wieder auslocken, oder was? Das gibt's doch nicht. Hier, ihr seht selbst. Nein, wenigstens die Waffe ist da. Der Rest ist verschwunden. Alter, was für ein Shit ist das denn hier? Aber gut, dank dem Video, Leute, wisst ihr auch Bescheid, was passieren kann, ne? Ein- und Auslocken gehört zum Spiel dazu anscheinend jetzt mittlerweile. Zumindest, wenn ihr sterbt. Verrückt.
Egal, Hauptsache ich habe meine Sachen jetzt wieder. Dann bin ich jetzt schon mal happy, ey. Oh, jetzt hoffentlich nicht Robby genau vor mir. Rabbi! Da bin ich wieder, guck mal. Verstehe nicht, wieso die Leiche dann unsichtbar ist, also ehrlich. Und nochmal. Falls es schön ist. So, jetzt habe ich aber. Oh Gott, wie das aussieht. Ein Haufen LP-Schmied ist auf dem Stapel. Ein weißer Mantel. Ich könnte ja mal das weiße Set zusammenbauen, ne? Komplett in weiß. Ja, wenn ich Klamotten finde, warum nicht? Mal ausprobieren, ne? 270 Punkte. Taschenlampe haben wir ja. Mann, gönn mir doch mal. 10 Spieler online. Ich dachte eigentlich immer, dass da denn so die roten Schilder vor waren. Mit Armory stand das doch da immer drauf, nicht wahr? Dieses hier, guck mal, danach habe ich die ganze Zeit geguckt. Aber gegenüber vom Klo sind die, kann man sich ja nicht so gesehen merken, ne? Oh, Leute, das ist ja hier schön heute. Auspacken. Eine Granate habe ich auch bekommen. Geh mal dahin. Okay, schön. Weißer Kittel. Der ist sogar noch neuer. Mhm. Gott, der sieht aber kaputt aus. Der mehr Prozent sieht aber total kaputt aus. Dann tausche ich den doch lieber durch. Beziehung kommt dorthin. Wunderbar, Freunde. Hm. Oh, eine SVD, Leute. Das gibt's ja einfach nicht. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist hier denn los heute, ey? Das ist ja ein Ding, wa? Bedeutet, ich muss die hier auseinanderbauen. Ist doch korrekt, ne? ...98 lege ich dann mal kurz ab. Die legen wir ran, eine Schiene ranmachen. Ja, jetzt geht das wieder nicht, oder was, ey? Meine Fresse nochmal. Taschenlampe geht ran. Das Ding geht ran. Aber die Schiene funktioniert nicht. Improvisierte Riffel. Ich brauche Long Riffel jetzt, oder was? Gibt ja mehrere Dinger hier von diesen Schienen, ne? Leute, wir haben eine SVW gefunden. Wie geil ist das denn, Mann? Das ist richtig cool hier im Moment, wa? Na gut, jetzt habe ich natürlich keine Munition oder nichts, ne? Dabei habe ich die ganze Zeit gefunden gehabt, die Munition. Die war hier irgendwo, ne? Ah, oh, köstlich. Hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich das nur vorher gewusst. Da ist sie doch, guck mal. Und hier sind sogar die Automaten, wo ich diese Schiene machen kann. Moment. Short, improvisiertes, long, das Ding brauche ich. Ein Metall nur? Oh Mann, ich muss ein Metall haben, Mann, das muss hier irgendwo sein. Also immer ein Metall dabei haben. Jawohl, wir haben es. Bestens. Greifen uns das Teil. Und dann müsste das, glaube ich, hier raufgehen, Leute. Jawohl. Perfekt. Jetzt das Ding darauf. Oh, wird immer besser. Das schmeißen wir weg. So, guck mal. Einmal nachladen. Eine Mumpel haben wir reingelegt. Wunderbar. Das sieht ja aus, wa? Ach, Leute. Köstlich, köstlich, köstlich. Feier das. Ich feier das. Glück heute. K. Mhm. SVD, jawohl. Schön. Brauchen wir aber ein Magazin noch, ne? Mhm. Wenigstens ein Magazin. Das wäre schon mal geil. Jetzt komm! Spiel! Mhm.
Ich meine das SVD-Magazin, nicht das Erstwahl. Oh, die AKs hier auf einmal. Nee, leider nicht. Schade. Da ist Klo, da ist nix. Aber es hat sich doch gelohnt, hier mal vorbeizugucken, nicht wahr? Würde ich mal behaupten. Noch was? Alles Müll, ne? Schwarzes Ding. Da ist nix. Alle Türen offen war ich überall, Freunde. Hier hinten war ich noch nicht, ne? Ja, das war vorne. Lö. Rucksackhammer. Pistolenheld sind wir im Moment nicht. Waffe. Okay, Freunde, also ein Magazin fehlt mir noch. Ich lock mich jetzt hier aus. Und vielleicht das nächste Mal noch eine Runde hier drehen. Mal gucken, vielleicht finde ich dann ja ein Magazin. Das wäre cool. Also ich finde, das waren schon ein paar lustige Experimente mit den Robotern etc. Und auch, dass ich jetzt so eine neue Ausrüstung gefunden habe. Das ist auch coole Sache, ne? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.